Ich finde es immer wieder super. Es sind einfach so motivierte Leute da und man hat mega viel Spaß. Also ich finde die Mischung ist einfach ziemlich geil. Also es macht Spaß, es ist Input, man lernt neue Sachen. Und ja, es hat einfach richtig Spaß gemacht, sich mit Leuten auszutauschen, was die über Schule denken, was die auch über andere Themen denken. Also wir haben ja nicht nur über Schule geredet, sondern auch zwischenmenschliche Gespräche geführt und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Ich war beim Poetry Slam Workshop. Das hat jetzt nicht direkt mit der SMV zu tun, aber da habe ich zum Beispiel auch gelernt, ein bisschen offener zu sprechen. Ich war in dem Workshop Rhetorik. Und ja, das hat ziemlich viel Spaß gemacht, weil wir da eben unter anderem über Themen geredet haben, die uns selber eingefallen sind, aber auch vorgegebene Themen bekommen haben. Teambildung in der SMV. Und mir bringt das persönlich sehr viel, weil wir eben an unserer Schule gerade die SMV aufbauen und wenn man von Anfang an kein Team ist, dann bringt die SMV nichts. Ein Gespräch mit den Zeitzeugen, was auch wieder sehr interessant war, weil wir eben nicht nur Kombinationen aus den Erlebnissen der Zeitzeugen und gleichzeitig auch, was heute sozusagen die Überschneidungen sind. Ich werde einfach versuchen, den Spaß in meine SMV wieder reinzubringen, dass wir einfach merken, ich habe gemerkt, dass man, wenn man es versucht und wenn man zusammenhält, alles schaffen kann. Also ich will vor allem versuchen, das an andere Schüler heranzutragen, die jetzt nicht hier dabei waren, aber bei denen ich weiß, die genauso viel Bock drauf haben, da was zu verändern. Dass es mehr zum Ort ist, wird, also wo man lebt letzten Endes und nicht, wo man nur lernt. Ich werde auf jeden Fall mich bei der SMV beteiligen, weil ich davon nicht dabei war. Man kommt danach mit Augenringen nach Hause, aber man weiß, dass die sich gelohnt haben. Man kann was für die Schule mitnehmen, man kann was für die Zukunft mitnehmen und das ist letzten Endes, man lernt was fürs Leben.